muss man doch einfach lieben. And the show will be bigger again, and maybe we move back to hall four. Yes, hall four. I think we need hall four. Hall four. Hall four. Hey, habe ich euch schon mal erzählt, dass ich auf Miniaturen stehe? Ja, also jetzt wird es offensichtlich, weil hier ist das Miniaturenparadies. Ich habe sogar eine davon schon einmal angefangen zusammenzusetzen. Ich werde euch das verlinken unten im Video, wo ihr das sehen könnt. Wir werden euch jetzt hier nochmal Nahaufnahmen zeigen. Wir sind auf der Creative World in Frankfurt 2024 und zeigen euch jetzt mal alles so ein bisschen hier im Detail, was für super geniale Miniaturen es hier gibt. Und wir haben hier der Dame von Crafts & Co. ein wenig über die Schulter geschaut, wie sie denn diese winzig kleinen Miniaturteile zusammensetzt. Also ja, so sieht das aus, wenn ein Profi das macht. Wem diese Miniaturen zu aufwendig waren, dem können wir To Do empfehlen. Natürlich ist die Zielgruppe hier eher Kinder. Ich finde aber, diese Pappfiguren haben großes Potenzial. So, hier mal ganz was Neues. Erinnert mich so ein bisschen an Fototechnik. Und zwar von Paar Print and Read Bastelset. Man streicht diese Flüssigkeit auf den Stoff oder Papier, setzt das dann Sonnenlicht aus und es wird blau. Genau. Hat so vielleicht so ein bisschen was von Blaufärberei, das weiß ich noch nicht. Das kriegen wir für euch aber raus. Das ist jetzt das Set. Und hier am Stand sieht man ganz, ganz viele super geniale Muster. Wir sind auf der Creative World 2024 in Frankfurt. Und hier sind wir jetzt am Stand von Claire Fontaine und sehen erneut diese ganz neue, der neue heiße Scheiß oder wie soll ich das nennen, die neue Technik mit dieser blauen Flüssigkeit zu drucken. Ich erkläre euch noch später genau, wie das funktioniert. Und zwar habe ich hier eine ganz, 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 ganz tolle Bastelidee gesehen, wie man das nämlich auf alte Pappen drauf machen kann. Und ja, Leute, ich kann euch sagen, wartet, freut euch darauf. In den nächsten Wochen werde ich das für euch ausprobieren. Ich freue mich schon. Ich hoffe, ihr auch. Ja, super genial. Von der Creative World 2024. Hier sind wir am Stand von Jasmonite, wo uns ein neuartiges Material vorgestellt wurde. Eine Gießmasse. Wie ihr seht, wird die gemischt aus einem Pulver und einer Flüssigkeit. Und sobald die gemischt wurde, hat man 5 Minuten Zeit, das in Formen zu gießen. Und dann ist dieser Gegenstand nach 20 Minuten entformbar. Man kann die dann aus der Form entfernen, dann weitere 24 Stunden warten, bis das richtig fest und hart geworden ist. Aber ich fand das deshalb so wahnsinnig interessant, weil man nach 20 Minuten schon damit weiterarbeiten kann. Ja, und ich lasse euch das hier ein bisschen genießen. Der nette Herr, der ist natürlich ein Fachmann und hat das dann auch noch eingefärbt und natürlich erstmal umgerührt und dann daraus schöne Gegenstände gezaubert.
Tag. Sie sind hier eine Besucherin auf der Creative World. Das erste Mal hier heute. Das erste Mal? Ja. Oh, das ist ja toll. Wo sind wir denn hier gerade? An welchem Stand? Keine Ahnung. Ich habe mich irgendwie verlaufen. Echt? Ja, dann schauen wir doch mal, wo wir hier gerade sind. Oh, wir sind bei der Firma Reiher. Ah, okay. Noch nie gehört. Nein. Oh, dann erkläre ich Ihnen gerade mal hier ein bisschen den Stand. Und zwar sind hier in diesem und auch in dem Jahr davor solche Module aufgebaut mit so dem ganzen Sortiment der Firma Reiher. Wow. Was es alles gibt, ja. Und genau. Oh, hier geht es ja noch weiter. Wahnsinn. Ja, das geht hier nochmal ums Eck. Wow. Hier kann man schauen, wie es aussieht, wenn man 3 Meter in seinem Laden stehen hat. Wow. Stifte und Farben. 2 Meter. Wirklich alles. Und der kleine Meter. Oh, perfekt. Ja, und das sind halt so Bastelmaterialien, wie so ein ganz normaler Bastelladen, die braucht. So also für die ich Kinder, gerne für das die Erwachsenen. Und das und das. Alles. Oh, guck mal, Pastell. Gucken Sie mal, Frau. Ja. Wie ist Ihr Name? Natascha. Natascha, Frau Natascha. So ein Set mit Acrylfarben, das finde ich ja hochinteressant. Und Acrylmarker. Das ist ja hochinteressant. Wo ist der Schubert, der mir das finanziert? Hallo, ich bin auf. Hallo, hallo. Wie finanzieren? Moment, da reden wir ein andermal drüber. So, aber wir haben hier auch passend zur Jahreszeit schon einmal ein bisschen, Ostern. Können wir uns auf Ostern vorbereiten. Sehr cool. Guck mal, ganz, ganz tolle Weile. Holzeier. So, und hier von Natascha möchte ich Ihnen das neue Produkt zeigen, das Raisin in Schwarz. Sehr cool. Raisin ist ja ein Produkt, das Reiher schon länger im Sortiment hat, aber nicht in Schwarz. Und hier sieht man, Moment, jetzt wackelt es gerade ein bisschen. Ich kann da drauf zoomen. 250 ist der Härtegrad. Ja, und hier dieses wunderschöne Raisin wird hier auch in verschiedenen Mustern gezeigt, was man damit machen kann. Härtegrad steht hier unten 250, was hat er gesagt, Newton pro Quadratmillimeter? Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ja, ich bin ein totaler professioneller Erklärer hier. Und wir werden das nachreichen und dann unter dem Video mit einem ausführlichen Wikipedia-Artikel verschönern. Genau. Ja. Ich freue mich schon auf Ihr Video dazu. Das To-Do, wie es funktioniert. Sehr schön. Ja, dann bis Dankeschön. Tschüss. An diesem Tag auf der Creative World 2024 waren wir als letzte Station für euch bei der Firma Dahle. Wer kennt sie nicht? Hochwertige Schneidemaschinen aus deutscher Produktion. Und diese kundige Dame hier war so lieb, uns wirklich alle Maschinen sehr geduldig und ausführlich zu erklären. Kann ich das dann entsprechend dem Format einstellen? Ich stehe jetzt ein bisschen. Hier seht ihr zum Beispiel diesen kleinen Hebel links mit diesem roten Knopf. Im Prospekt steht, das nennt sich Rückanschlag. Den kann man dort fest arretieren. Und dann seht ihr, dass man immer an der gleichen Stelle das Papier schneiden kann. Dann, wenn man zum Beispiel Karten immer der gleichen Größe schneiden will, legt man das an diesen Rückanschlagwinkel und hat immer exakt die gleiche Größe. Also total genial. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Dame. Ich habe leider ihren Namen nicht notiert, aber sie hatte richtig, richtig Ahnung von ihrem Metier. Im Anschluss an die Materialkunde durfte ich dann mit den netten Damen auch noch eine Karte basteln, wobei es hier eine Besonderheit zu erklären gibt, nämlich dieses Gerät an der Schneidemaschine konnte auch ausgetauscht werden und kann gerade schneiden, falzen oder einen Büttenrand erzeugen. Ah. Hier noch einmal der schöne Büttenschnitt aus der Nähe und im Anschluss daran zeige ich euch auch die fertige Karte. Ja, genau. Ja, das ist besser. Ja.